Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Engadin, zu einem magischen neuen Part, The Night of the Rabbits. Mit dem Herrn Haselnuss, mit dem Humbert und dem Blattbrot und dem fiesen Ziesel drin. Gut, ich habe einen Plan, was zu tun ist. Wir müssen auf jeden Fall die Kollegin hier hereinlocken. Nicht herein, sondern heraus zu ihrem Sohn, der da Wegelagerei betreibt. Na, dann komm mal her. Bedingt. Bedingt. Komm her. So. Ich habe hier was für dich. Genau das muss ich hier geben. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Plato Violine spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Mit Plato Violine spielen. Gut. Jetzt hat sie eine Beschäftigung für den kleinen. Hält sie ihn hoffentlich jetzt davon ab, Wegelagerei zu gehen. Und dann können wir vielleicht mal durch. Ah, sehr gut. Das dumme Wiesel mit dem Hut hat mit dir gesprochen? Hä, egal, was es gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Es ist ein Lügner. Lügner, sag ich. Wirklich? Seine Broschüre sieht aber doch sehr vielversprechend aus. Hier steht sogar, dass es nur wenige Schritte bis zu Ruhm und Achtung durch ein Massenpublikum sind. Wie was? Ruhm? Was steht denn nun genau auf dem Ding? Hier steht, dass der berühmte Maxim Mausakow zurzeit im Mauswald ist, um einem einzigen ausgewählten begabten Schüler das am schwersten zu lernende Instrument der Welt beizubringen. Klar. Nur einem einzigen? Hier steht, dass der Schüler besonderes Talent haben muss. Naja, talentiert bin ich ja. Und klug noch. In Wegelagerei. Ja, klug und talentiert bin ich. Siehst in du? Wegelagerei. Also doch recht. Humbert, du kleinerer Baufe, du bist genau der Richtige. Na klar doch. Ja, nee, es war... Ich werde ein Rockstar. Du kannst durch, komisches Wiese. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Wenn du mich das nächste Mal siehst, dann wahrscheinlich auf einem Plattencover oder auf der Bühne. Die Tickets werden sicher teuer sein. Nicht wahr, Anja? Na ganz bestimmt, du kleiner Fratz. Gut gemacht, Jerry. In dir steckt ein wahrer Baumläufer. Jetzt können wir uns beide den Bach untertreiben lassen. Ja, toll. Na, dann steigen wir wieder ein. Und weiter geht's. Auf der Reise den Bach entlang. Hinunter. An Kalichten und los. Oha. Bach abwärts. Der Bach aufwärts ist ein bisschen, ja, könnte ein bisschen schwieriger werden. Ui. Wo kommen wir denn hier an? Das ist doch der Froschplato. Und hier steigt das Wiesel aus, oder was? Das Ziesel. Vielen Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten großen Abenteuers. Und es begann hier, am bescheidenen Kaltwasserbach. Jetzt dafür brauchtest du jetzt das Lust. Und dann bis auf die hohe See. Aber soll es da nicht viele Krähen geben? Genau. Ich muss auf der Hut sein. Zur Not puste ich der Krähe einfach etwas von meinem exotischen Pfeffer aus dem fernen Indien in den Schnabel. Pfeffer? Ja. Nimm doch eine Prise davon zum Dank. Das kann man brauchen. Pfeffer ist für vieles gut. Krähen abzuhalten. Von Speisen. Ach was. Gut, der Ziesel bleibt hier. Spitzweg. Für die kurze Strecke braucht der jetzt unbedingt das Blattbrot. Das konnte ja nicht laufen. Ja, gut. Und hopps rein mit uns. Und wir fahren weiter. Bach abwärts. Das Boot treibt ab.
Dann auf bald. Vergiss mich nicht. Und pass auf den Wasserfall auf. Was? Wasserfall? Ui. Ach du Schreck. Die hat mal ein Foto geschossen. Oh. Und da sind wir. Oh, das war knapp. Mann, oh Mann. Hey, das ist bestimmt das Grundstück der Waldzwerge. Oh, wir haben einen Löffel. Hoffen wir, dass es die Mühe wert war. Und wir sind bald bei den Waldzwergen. Ein silbernes Zuckerlöffelchen. Indischer weißer Pfeffer. Und scharfer Wurf. Okay. Sehr, sehr gut. Enorm große Rübe. Das ist die größte Rübe, die ich je gesehen habe. Sie riecht ganz süß. Aber die kann ich nicht mit mir rumschleppen. So viel ist klar. Schneckerig. Die hat sich's auf der Rübe bequem gemacht. Sie hat bestimmt Lust, mich ein Stück des Weges zu begleiten. Die hatte sich ganz schön festgesaugt. Jetzt hast du eine Schnecke im Inventar. Die klebt so stark. Da passe ich besser auf, wo ich sie hinsetze. Joa. Rückseite des Hauses zwischen Baumwurzeln. Hintertür. Blick in die Ferne. So viele Bäume. Ich frage mich, wie viele Tiere es dort draußen gibt. Und wie viele von ihnen wohl gerne Blausaft trinken. Noch mehr. Kabelzweig. Der sieht aus wie ein Arm, der in die Luft greift. Daraus könnte man sich eine prima Steinschleuder basteln. Oder eine Wünschelrute. Leider bin ich nicht so groß wie eine Maus. Ein rasender Bach. Der Bach wird ja richtig gefährlich hier. Wenn ich das gewusst hätte. Dann wärst du nicht mit dem Blattboot hintergefahren, oder was? Zur Vorderseite des Zwerghauses. Okay, hier sind wir jetzt im Quarantänegebiet. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da, versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. Wenn man größer ist, aber Shit. Onkel haften für Großeltern und Cousinen und andersherum. Recht so. Der große Zarow, hellsichtiger Illusionist, bald auch in ihrer Nähe. Wann denn? Und wo? Komisch. Wurzelfelder. Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis tief in den Wald hinein. Das ist bestimmt ein Haufen Arbeit, die Wurzeln alle zu pflanzen und zu ernten. Mit Sicherheit. Lauter Schilder hier. Eltern haften für ihre Kinder. Kinder haften für ihre Eltern. Jo. Gut, dann brechen wir durch die Hintertür ein, würde ich sagen. Oder durch das Fenster. Verschlossen. Wer ist da? Bitte. Oh je. Ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört. Es klang wie ein Hilferuf. Und wegen Hilferuf? Ich habe den Tag durch Hilfe. Was? Komm rein. Schon wieder? Da braucht bestimmt jemand meine Hilfe. Ich muss da irgendwie reinkommen. Durch die Tür. Verrammelt und verriegelt. Ich glaube, da drin hat gerade jemand gehustet. gesagt. Nur, dass du langst hier bist. Ich bin krank. Es klang wie ein Hilferuf. Ich muss da irgendwie reinkommen. Ist bestimmt nur Corona. Damit kriege ich die Tür nicht auf. Vielleicht kann ich durchs Fenster reinkommen. Einfach durchs Fenster einbrechen. Ich will die Scheibe nicht zerbrechen.
Ich muss vorsichtig vorgehen, wie die Profis im Kino. Kino? Entlang, dein Name? Verschwindest du, Eisbrecher? Ich glaube, ich habe schon wieder jemanden gehört. Ich glaube, ich habe gehört. Komm ruhig rein. Gute Idee. Ich werde versuchen, ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Oh, geil. Das hat doch mal geklappt. Und ich dachte, jetzt? Du willst die Scheibe nicht kaputt machen. Jetzt muss ich vorsichtig sein, sonst geht die Scheibe zu Bruch. Wie bekomme ich das Glas da jetzt in einem Stück raus? Ich muss vorsichtig vorgehen, wie die Profis im Kino. Kino? Findest du ein... Gut, wie wär's denn mit dem... mit der Schnecke? Jo. Profi-Arbeit. Mit Schnecke. Da! Wieder ein Hilferuf! Ich muss rausfinden, was da vor sich geht. Da ist ein kleiner Zwerg. Hallo? Hallo, meine Zipfelmütze. Oh, du jugendlicher Einbrecher. Was? Ich dachte, sie haben um Hilfe gerufen. Pah, Hilfe! Ein Waldzwerg bittet mich um Hilfe. Sie? Da, schon wieder. Siehst du die Klappe? Gleich komme ich rüber und sperre dich in einen von unseren Stollen. Okay. Und da kannst du dann. Da kannst du. Kannst du. Stollen gucken? Schon wieder. Okay. Sie haben schon wieder um Hilfe gerufen. Das ist nur Corona. Um Hilfe gerufen. Genießt habe ich. Hab mir einen Zwergenschnupfen eingefangen. Muss ich mir wohl irgendwo im Wanderstollen eingefangen haben, als ich meine Eltern besucht habe. In den Stollen? Da können wir bestimmt mal runter. In den Stollen. Okay. Kopfkratz. Ach ja. Mein Zwergenschnupfen. Das würde ich gern sehen. Meine Bewohner haben schon das Weite gesucht. Hätte ich an ihrer Stelle auch getan. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschnupfen. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee, mir kann keiner helfen. Naja. Wir haben doch bestimmt irgendwas. Vielleicht. Die könnte, wenn sie wollte, aber... Mein Waldzeug bittet nicht um Hilfe. Aber vielleicht irgendwas im Inventar. Bisschen mit Aufdruck. Beruhigende Baldrian-Tropfen. Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich, nicht weiter. Nein, ich würde sagen... Hier, Steinberg. Mehr Medizin. Noch mehr Medizin. Ich dachte, das könnte helfen. Tja, vielleicht der weiße Pfeffer. Das hilft doch nicht gegen Zwergenschnupfen. Das macht alles noch viel schlimmer. Glaube ich nicht. Bleib mir vom Leib. Vielleicht ein Schnecker. Das hilft doch nicht gegen Zwergenschnupfen. Das. Tja, gut. Was hilft denn gegen Zwergenschnuppen? Zwergenschnuppern. Ich hab hier Zwergenschuppen. Vielleicht helfen die Zwergenschuppen gegen Zwergenschnuppen. Das hilft doch nicht gegen das Mann. Alles klar. Bleib mir vom. Vielleicht. Die behalte ich besser. Vielleicht kann diese. Das hilft doch nicht gegen das. Vielleicht kann man es irgendwie zu Tee aufgießen oder so. Ein Tee könnte helfen. Das sind doch die Blumen mit dem Beruhigungstee. Oder was, oder wie, oder wo. Sehr sauber. Mein Spinne. Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Tja. Mein Becher ist sicher eine... Nicht ein bisschen Wasser abfüllen und den Zwerg damit abfüllen. Vielleicht hilft das. Das hilft doch nicht, geht das macht. Tja, ich dachte. Bleib. Tja.
großer Schwungkraut. Es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Ach, große Schwungkraut. Das steht sogar auf der kleinen Plakette an dem Rad. Lass besser die Finger davon. Na, dann sollten wir es anfangen. Anfassen. Unbedingt. Auf dem kleinen Schild steht Blausaftmaschine. Ein Patent der Waldzwerge. Nachbauen verboten. Aha. Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergwurzelauslese. Und wir können uns ganz bestimmt nichts mitnehmen. Und sie ist fest verschlossen. Tja, also. Die Waldzwerge putzen wohl gerne. Oder sie hatten Besuch von ihrer Oma. Das kann sein. Die Mama bei uns auch immer sauber. Also, wenn unsere Oma kommt, nicht die von den Waldzwergen. Die kennen wir ja gar nicht. Das halte ich mal für wahrscheinlich. Das zweite. So, vor der Tür wieder raus. Stimmt, das sind ganz schön viele Stollen. Was die Zwerge da wohl alles versteckt haben. Na, schauen das wir doch ganz nach. Schön viel, was die. Warum nicht? Ganz schön viele Bilder. Torschlüssel. Das nehme ich mit. Schlüsseldieb. Nicht vergessen, bei den Dachsen für Rhabarberkuchen revanchieren. Okay. Eine lose Diele. Ups. Halt mal. Da ist etwas unter dem Brett. Eine Karte. Aber eine ganz seltsame. Ui. Du hast eine Quartettkarte gefunden. Eine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar. Spielmenü und klicke auf Bonus-Sammlung. Bonus-Sammlung. Quartet. Ah, hier haben wir eine von. Jedes Wort eine zischende Lüge. Aha, aha, aha. Da gibt's einige Karten. Gut, hier kommen wir scheinbar gerade nicht voran. Ui. Nichts. Aber jetzt vielleicht. Die Maschine läuft wieder. Na dann. Die Maschine läuft wieder. Auf dem kleinen Schild steht Blaus ein paar Nachbau. Jetzt kannst du doch bestimmt dein. Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe, aber hier bringt er mich nicht weiter. Ja, wäre ja mal eine Idee, den Becher einfach unterzuhalten. Da muss man nichts abzapfen. Ein bisschen Blausaft könntest du dir abzapfen. Das wäre ganz praktisch. Fest verschlossen. Hast du einen Schlüssel für das Tor? So, endlich. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ich lasse ihn einfach stecken. Ja, gut. Der Weg ist auf jeden Fall jetzt offen. Jetzt können wir mal hier vorbei. Hier wieder zurück. Ach, hier sind wir wieder. Blausaftautomat. Vielleicht können wir dort irgendwas machen. Zwei Laubtaner. Die habe ich nicht. Tja. Da muss man nichts ab. Können wir mit dem Löffel vielleicht irgendwie. Das muss nicht gelöffelt werden. Tja. Das vielleicht hier reinstecken in den Münzschacht oder. Die behalte ich besser. Nur noch ein Fässchen Blausaft ist übrig. Scheint, als ob hier im Mauswald der Blausaft knapp wird. Wir können da bestimmt nicht. Leer.
ans Ausgabefach irgendwie einmal gegentreten. Blausaft. Jedes Fässchen ein Genuss. Nur 2 Laubtaler. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Ein Qualitätsprodukt der freundlichen Waldzwerge. An dem Wort freundlich steht ein kleines Sternchen und ganz unten dazu noch etwas Kleingedrucktes. Der Kauf und oder Verzehr dieses Waldzwerge-Erzeugnisses verpflichtet die Waldzwerge nicht dazu, den Kunden freundlich zu behandeln. Wie kommen wir jetzt daran? Stock. Einfach mal gegenschlagen. Ein Stock bringt hier nichts. Ein Stock bringt hier nichts. Aber. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Puh. Ja. Einen Stein reinwerfen. Das bringt nichts. Wenn du es so sagst. Mein Becher ist sicher eine. Ja, dein Becher ist eine Allzweckwaffe. Tja. Hagebutten sind cool. Hagebutten sind cool. Tja, sowas. Können wir mit Plato noch mal reden? Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad. Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Den kann ich leider noch nicht. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, hm? Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Ja, die Pakete habe ich doch schon ausgetragen. Viel Glück, Plato. Bis bald. Danke. Das haben wir doch längst geschafft. So ein Unglück. Ich wollte doch heute Abend mit Anja ausgehen. Tja, vielleicht läufst du einfach. Der Weg ist ja nicht weit. Ich komme dem. Ich bin besser vorsichtig. Ja, du bist immer vorsichtig mit den Dingern. Das ich verstehe. Das muss. Vielleicht können wir hier. Baldrian-Tropfen helfen mir hier, glaube ich. Mit dem Löffel können wir nichts machen. Das muss nicht gelöffelt. Tja. Ich war mir sicher, wir kommen hier irgendwie. Tja. Die klebt so stark. Da passe ich besser auf, wo ich sie hinsetze. Die klebt so stark. Tja. Tja, tja. Ja, viele Optionen sind uns hier nicht gegeben. Waldweg. Diesseits des Baches. Tja. Den Stein können wir nicht mitnehmen. Den Stein da einfach gegen Dorn. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht können wir den Stein irgendwie bewegen. Mit dem Löffel. Das muss nicht gelöffelt. Das muss also nicht gelöffelt werden. Nein, ich bin besser vor. Ja, vielleicht können wir mit dem Nagel noch irgendwie. Tja. Da habe ich auch langsam keine Ideen mehr. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Sachen gibt's jenseits des Baches. Gut, dann werden wir wieder hier unten. Schnauzer ganz.
Gut, ich schau doch mal hier durchs. Oh, da können wir tatsächlich ein bisschen was noch machen. Auf dem Bett steht Schmiedeeisen. Holzer, das Bett ist auch leer. In dem Fenster können wir noch was tun. Ansonsten nicht so. Da draußen kann man den Wasserfall sehen. Ach so. Wenn es nur das ist. Dann mal wieder zurück. Können wir ganz bestimmt nicht irgendwas hier gegenschmeißen und irgendwie das Fass da rausholen. Tja. Hier einmal wieder rüber. Andere Weg Richtung Mauswald. Junge, schön. Wieder im Stadtzentrum. Und ja, ist jetzt weg oder kommt die wieder? Ach, da ist sie ja. Willkommen zurück. Ich hätte keinen Kaffee. Ich bin doch da, Honiglöchelchen. Oh. Einmal heißer Kaffee. Vielleicht können wir ja den irgendwie dem Zwerg. Schade, dass ich keinen Kaffee mache. Aber Zwerge mögen Kaffee. Das kann ich dir sagen. Das wird bestimmt helfen. Also dem Zwerg einen Kaffee geben. Das könnte durchaus weiterbringen. So, geht noch weiter lang. Nochmal zurück zum Zwergenhaus. So, Juti, Waldweg in dieses Haus. Da nochmal hin. Hoffentlich ein leckerer Kaffee. Mein Kaffee ist abgekühlt. Oh nein. Kalter Kaffee. Kaffee hilft. Kaffee? Kaffee hilft. Kaffee ist kalt. Machst kalten Kaffee? Das hilft doch nicht gegen Zwergenschnupfen. Das macht alles noch viel schlimmer. Stimmt. Kalter Kaffee. Bleib mir vom Leib. Das ist jetzt hier wirklich. Tja. Ich dächte. Na dann müssen wir gucken, wen wir noch so mit einem Kaffee, mit einem kalten Kaffee begrüßen können. Wahrscheinlich irgendwer in der Nähe des Kaffees. Den Wachen vielleicht ein Käffchen. Kaffee hilft da nicht. Kaffee hilft immer. Kaffee hilft da nicht. Vielleicht hilft dir ein Kaffee. Und die haben wir noch gar nicht helfen können. Kaffee hilft da nicht. Kaffee hilft. Sag doch nicht sowas. Das ist doch.
ist doch eine glatte Lüge. Kaffee hilft doch nicht. Ja, aber ihm hilft vielleicht ein Kaffee. Ein Partygast. Ich gebe ihm was von meinem Kaffee an. Na komm. Ich bin wach. Ich bin ich so super. Nimm das. Du hast eine Quartettkarte gefunden. In der Sammlung anzusehen, ich will das Inventar spielen und klicke auf deine Sammlung. Ohne dich wäre ich noch zu spät zur Arbeit gekommen. Ich... Ja, schön. Die klingt so schnell. Ich würde es mal probieren. Baldrian-Tropfen helfen mir. Tja, jetzt haben wir eine Karte. Schön. Bei den Igeln sind wir wieder. Tja. Vielleicht an der seltsamen Tür. Vielleicht können wir da irgendwas erreichen. Seltsam. Und verschlossen. Aber nicht mehr lange. Den Nagel können wir doch. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Vielleicht können wir mit dem Haken. Ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Hast ja recht. Ja. Merkwürdige Kristallstatue. Ich glaube, da brauchen wir dann noch einen Zauber für. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton, ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Tja, da brauchen wir sehr wahrscheinlich noch einen kleinen, feinen Zauber. Gut, dein Zauber könnte uns wahrscheinlich auch retten. Bei der Sache mit den Zwergen. Irgendwie müssen wir den Zwergen wieder gesund kriegen. Darauf läuft das doch alles hinaus. Und ein bisschen Blausaft müssen wir bekommen. Das aber erst im nächsten Part. Ja, ich kann jetzt mal nicht so viel aufnehmen. Ich muss den Part an dieser Stelle schon wenden. Nicht eine Stunde am Stück, sondern heute nur eine halbe. Da mich nach oben so zurecht gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und man sieht sich. In der nächsten Aufnahme wieder, im nächsten Part. Haut rein. Ciao, ciao.